darf euch zur später Stunde nochmal sehr herzlich im Namen des SKRB begrüßen, dem Trainer ganz, ganz herzlich gratulieren zum nächsten Sieg in diesem Jahr. Didi, bitte eine kurze Analyse. Ja, natürlich sind wir sehr froh über die drei Punkte. Vom Spiel selbst ist es so, dass ich sagen muss, dass es, glaube ich, von unserer Seite, oder kann ich nur von meiner Mannschaft reden, dass es sicher nicht heute das beste Spiel für uns war, aber wir haben kein Tor zu lassen und haben auch wenig Möglichkeiten vom Gegner zu lassen. Aber selbst in der Offensive von uns war es so heute, dass wir auch nicht diese Frische aufgebracht haben, beziehungsweise mir hat das ein bisschen gefehlt. Und deshalb bin ich über den Sieg so zufrieden. Und solche Siege gibt es auch einmal. Aber dass wir besser spielen können, ist keine Frage. Dankeschön. Darf den Hackl wie gewohnt um die erste Frage bitten. Mikrofon kommt zu dir. Didi, ist es, kann man das so interpretieren, dass das auch eine Form von Qualität ist, solche Partien ganz einfach, wo ja wirklich kein fußballerisches Feuerwerk für sich zu entscheiden? Ist das? Ja, natürlich. Ich glaube, dass es schon eine gewisse Qualität ist, wenn man eigentlich jetzt nicht so ein Spiel mehr vorbei. Man muss schon dazu sagen, dass WRC eigentlich auch versucht hat, uns immer früh zu stören und hat auch eigentlich jetzt nicht die großen Möglichkeiten vorgefunden. Und die Jungs haben das dann gut defensiv gemeistert. Ja. Aber anfangs habe ich schon gesagt, mir hat heute ein bisschen die Frische gefehlt, mir hat dieses Spiel ohne den Ball ein bisschen gefehlt. Also wir haben heute wirklich, wir waren sehr statisch in unseren Aktionen, hätten das Spiel nämlich dann mit dem Ritzi seine Chance, kurz nach der Pause, wenn es 2-0 gestanden war, dann glaube ich, war es in eine andere Richtung noch gegangen, aber andererseits, es gibt nicht mehr wie 3 Punkte und die haben heute geholt. Und ja, haben jetzt die nächste Aufgabe von der Tier und das ist Alltag. Dankeschön, Christian. Danke. Sonst noch Fragen an den Trainer von eurer Seite? Bitte, Alexander Huber, Kurier. Es gibt immer so eine gewisse Erwartung mit dem Gegner und mit Spielen, wie sie an sich laufen. Gegen WRC ist meistens sehr knapp, aber normalerweise auch recht spektakulär. Hast du das schon erwartet? Das kann einmal ganz anders darinnen oder warst du ein bisschen überrascht noch, glaube ich, der Torschuss, das 1-0 war der erste Schuss aufs Tor überhaupt im Spiel. Das hat es, glaube ich, schon ewig lang nicht mehr gegeben bei Rapidspielen. Das stimmt. Also das ist seit langem, dass eigentlich so wenig Torszenen auf beiden Seiten waren, würde ich mal sagen. Also gerade die Spieler WRC gegen Rapid, das ist immer ein Spektakel gewesen. Aber ich denke, dass beide Gegner Respekt voneinander gehabt haben, dass beide Gegner versucht haben, natürlich den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen. Aber es haben das Offensivfeuerwerk hat auf beiden Seiten gefehlt und das zum Glück hat bei uns dann der Ercci getroffen und das hat vielleicht den Unterschied ausgemacht. Und nur eine Frage zum Leo Greimel. Gegen LASK ist er relativ kurzfristig aufgestellt worden. Was du von ihm erwartest, er hat es erfüllt heute, glaube ich, wieder. Ist das mittlerweile schon fast so etwas wie ein Luxusproblem defensiv, wenn dann ein Schlüsselspieler wie der Max Hoffmann zurückkommt? Wie Mario Sonnleitner gibt es noch, Christopher Diebern wird eigentlich noch wieder fit sein. Es ist immer besser, man hat keine Verteidiger, aber das kann ja vielleicht dann auch einmal zu schwierigen Entscheidungen führen als Trainer. Ganz ehrlich, also ich hätte lieber schwierige Entscheidungen, wie es jetzt ist. Weil es ist einfach so, muss ich ganz ehrlich sagen, uns fehlt der Dejan Ljubicic wiederum seit 2 Spielen, der unser Spiel nach vorne sicher noch besser machen kann. Maxi Hoffmann, der auch ein sehr guter Aufbauspieler ist. Und die Jungs, was anstatt der anderen Spieler jetzt einspringen, machen das sehr gut. Natürlich auf eine andere Art und Weise, aber ich denke, wir brauchen bei Rapid alle Spieler an Bord. Und es ist ja nur schön, wenn ich sehe, dass der Leo dann eigentlich seine Dinge gut macht. Aber mir war es lieber, ich habe wirklich Probleme damit, aufzustehen, aber alle werden fit. Danke sehr. Bitte, Christian, warten wir noch aufs Mikrofon. Danke, David. Noch zu der Frage Frische. Ich meine, es war jetzt eigentlich eine relativ lange Pause. Der WRC hat ein 120 Minuten Cup-Match gehabt. Glaubst du, ist es eher vielleicht eine Form geistige Frische, die gefällt hat? Weil es ist immer wieder das gleiche Thema, aber es ist ja wirklich erstaunlich, immer diese depressive Stimmung im leeren Stadion zu spielen, dass das vielleicht irgendwie eine Rolle gespielt hat, weil vom Körperlichen war eine relativ lange Pause. Nicht? Nein, ich glaube jetzt nicht, dass die Stimmung kommen wir jetzt eh schon eigentlich seit fast einem Jahr, muss ich sagen, also an Dennis Neckling. Also ich habe dann auch noch kurz nach dem Spiel gesprochen und der eine oder andere hat sich nicht so frisch gefühlt und das hat man wirklich gespürt am Platz, also in den Zweikämpfen. Ich finde jetzt, dass wir das weit besser können, wir können weit besser Fußball spielen, aber mir hat eben diese
Geistige will ich jetzt nicht, mir jetzt im körperlichen Bereich ist mir so vorgekommen, dass wir nicht auf 100% sind und deshalb macht es den Sieg umso schöner, weil es auch dann gereicht hat. Dankeschön. That's it. Dann noch einen schönen Abend, der Ferdinand Feldhofer kommt noch mit meinem Kollegen vom WRC und am Freitag können wir uns dann wieder mit einem Zoom-Pressegespräch